Also bei den Euroskills ist natürlich vor allem der mentale Druck durch die Zeitvorgabe und durch die ganzen Zuschauer gegeben. Also das ist wirklich extrem, wie viele Leute bei mir jetzt vorbeigelaufen sind und wirklich mit der Kamera direkt auf der Arbeitsplatz gucken. Und jede Fliese wird kommentiert, also ist wirklich so. Und damit müssen wir natürlich auch klarkommen. Patrick ist ein ganz starker Typ. Es zeichnet Folgendes aus: Er kann mit Situationen, die einfach plötzlich auftreten, gut umgehen. Er bleibt dann immer noch ruhig und löst die Situation perfekt. Es sind die besten Jungfließlinge in Deutschland. Denen fehlen nur noch so gewisse Feinheiten. Und diese Feinheiten aus den Jungs herauszukitzeln, das macht einfach Spaß und Freude. Bei Wandflächen A und B, das ist die Stephansbasilika, das ist eine der ältesten Kirchen hier in Budapest. Und auf der anderen Wand haben wir die Kettenbrücke und eine Bodenfläche. Und am Boden haben wir die Jahreszahl mit reingearbeitet. Man sieht jetzt hier bei allen Skills, dass einfach jeder Beruf seine extremen schönen Seiten hat, wo man sich verwirklichen kann. Und das ist auch wichtig für uns und für die Zukunft des ganzen Handwerks. Also wenn Cedric auf dem Treppchen steht, ist das natürlich eine unheimliche Signalwirkung für alle Mitglieder und für unseren Beruf, dass jeder wieder Interesse hat, unseren Beruf zu lernen. Alle widme ich alle, denen ich diesen Titel zu verdanken habe. Der ist ganz eindeutig für das ganze Fliesenlegergewerbe in ganz Deutschland. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe hat hier voll abgesahnt. Wir sind ein super Team, wir halten alle zusammen und wir freuen uns alle riesig, dass wir das deutsche Baugewerbe hier repräsentieren durften.